Je pense que je peux commencer moi en vous disant bonsoir, chers amis de Open Data Beer. Bienvenue à cette 12e édition du Open Data Beer. Notre directeur de l'Office fédéral de la statistique va faire une petite introduction dès qu'il sera à nouveau avec nous, messieurs. Genau, ich bin wieder da. Super. Hört ihr mich? Ja, ist gut. Ich sehe, Oui, dass oui. ich muss einfach den Bildschirm abschalten. Es scheint schwierig zu sein, wenn ich ihn einschalten möchte. Also, ich begrüße Sie alle recht herzlich zum 12. Open Data Beer und freue mich natürlich außerordentlich, hier einen Beitrag leisten zu dürfen. Sie wissen, das Bundesamt für Statistik ist die Geschäftsstelle Open Government Data angesiedelt. Und wir freuen uns natürlich, Sie hier heute virtuell begrüßen zu dürfen. Wir würden selbstverständlich lieber uns nicht nur virtuell treffen, sondern wie der Name schon sagt, Bier trinken viel mehr Spaß macht, wenn man sich sieht, als wenn man es nur virtuell hat. Aber im Moment ist es nicht anders möglich als eben, aber lieber virtuell als gar nicht. Wir hoffen, dass es Ihren Familien gut geht und auch, dass sich diese Situation so verbessern kann, dass wir nächstes Jahr sicher dann uns wieder physisch treffen können. Und Sie dann auch in Neuchâtel einmal willkommen zu heißen, sobald es eben die Situation zulässt. Wie Sie wissen, hat das Bundesamt für Statistik eigentlich drei Bereiche, wenn man so möchte, in welchen wir tätig sind. Drei Bereiche, das ist der Statistikbereich, wofür wir uns, wenn man so möchte, für die ganze Wertschöpfungskette verantwortlich fühlen, von A bis Z. Da geht es vor allem darum, dass wir hier einen Referenzrahmen zur Verfügung stellen, ein Informationsprodukt für die demokratische Meinungsbildung. Das ist quasi unser Kernbereich. Und in den letzten Jahren hat sich natürlich vor allem eben auch den zweiten Bereich begonnen, sich immer stärker zu entwickeln. Das ist der Bereich, wie man so möchte, der Daten. Das ist der Bereich, wo es darum geht, dass Daten visibel werden, dass sie eben zugreifbar werden, mindestens sicherlich innerhalb unserer rechtlichen Rahmenbedingungen möglichst die Kreativität so ausgenutzt werden kann, dass eben aus diesen Daten, die zugänglich sind, eben Produkte entstehen können. Das ist unser zweiter Bereich. Und hier ist es, denke ich, auch sehr wichtig, dass wir am gleichen Strick ziehen und versuchen, dass möglichst viele mitmachen, auf diesem Weg eben Daten zur Verfügung zu stellen und eben nicht nur irgendwelche Daten, sondern je besser die Qualität dieser Daten ist, je mehr kann man daraus eben auch erstellen. Und deswegen ist dieser zweite Bereich des Datenmanagements, des Daten zur Verfügung stellen, ein sehr zentraler. Und ich glaube, das ist auch der sehr schnell wächst. Und diese Community hier, die heute Abend versammelt ist, eben auch einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, in einigen Bereichen sogar weiter sind oder einiges weiter sogar in den Kantonen als der Bund an sich. Und hier sind wir auch darauf angewiesen, auf gegenseitige Unterstützung, dass Kantone mitmachen, dass der Bund mitmacht, dass auch darüber hinaus andere Akteure mitmachen. Und das ist sehr schön, dass es hier ganz viele Akteure gibt, die eben auf diesem Weg mit dabei sind. Und das freut mich außerordentlich hier. Es gibt noch den dritten Bereich, nämlich sagen wir mal die Analyse aus Daten zu lernen. Das ist das, was die Community auch schon macht, quasi dann einfach beim Bundesamt für Statistik für die Bundesverwaltung. Und hier geht es vornehmlich auch darum, Kompetenzen zu entwickeln, Lernplattformen zu haben und damit eben die Bundesverwaltung beginnt auch aus Daten zu lernen und nicht nur in der Statistik darüber hinaus. So im Verwaltungsalltag wird eine sehr große Menge an Daten erhoben und auch bearbeitet. Die müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sofern eben kein übergeordnetes Interesse dagegen spricht. Diese sogenannten offenen Daten oder Open Government Data muss ich Ihnen nicht erklären. Das wissen Sie alle. Jeder Einzelne, die hier in diesem virtuellen Raum teilnimmt, bestens und kennt, um was es hier geht. Hier möchten wir einen substanziellen Beitrag zum politischen Diskurs und auch die Transparenz und die Partizipation in der Schweiz im Umgang mit Daten fördern. Hier ist vor allem eben auch diese sogenannte Statistical oder und Data Literacy sehr zentral. Und das ist natürlich das, was ich mir sehr wünsche, dass diese Diskussion über Data Literacy und Data Kompetenzenerweiterung, welche Produkte man machen kann, ganz in konkreten Projekten zu fördern, jeder und jede von uns als Botschafterin und Botschafter unterwegs ist, das zu stärken. Im vollen Wissen dessen, dass auch die Bundesverwaltung hier nicht der schnellste Akteur ist, aber zusammen, denke ich, kriegen wir einiges hin. Damit stärken wir die Verantwortung und erzeugen Mehrwert und unterstützen auch die Umsetzung ganz vieler Vorhaben, wie zum Beispiel der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Weil genau da
wo wir unterwegs sind und da, wo wir Mehrwert bieten. Das ist nicht nur für die Schweiz von großem Mehrwert, sondern natürlich auch international. Und das fördern wir selbstverständlich. Wir haben hier das UN World Data Forum, hoffentlich auch physisch oder in einer hybriden Form im Oktober dieses Jahres. Und ich denke, wir können auf dieser Road to Bern, bis dieses UN World Data Forum stattfindet, auch möglichst viele solche Veranstaltungen, die wir hier haben, darauf hinweisen, wie wichtig eben die Rolle von Daten und öffentlichen Daten eben spielt und das auch in allen möglichen Formen zu fördern, auch innerhalb des BFS und außerhalb des BFS, überall, wo Sie eben auch mit dabei sind. Die Geschäftsstelle Open Government Data begleitet die Umsetzung der vom Bundesrat verabschiedete Open Government Data Strategie 2019 bis 2023. Hier haben ja einige auch von euch, die hier mit anwesend sind, Vorarbeiten in großem Maß sehr verdankenswert geliefert und geleistet. Allen voran natürlich einige Kantone, aber hier auch das BAR zu erwähnen, das sind wichtige Vorarbeiten, die es jetzt gilt weiter zu treiben. Und selbstverständlich kann man hier auch erwähnen, dass vielleicht, wenn man etwas Positives an Covid-19 abgewinnen will, dann ist es vielleicht die Akzelerierung dieser Thematik in einer breiteren Öffentlichkeit. Was ich manchmal etwas vermisse in der breiten Öffentlichkeit, ist halt eben vielleicht auch die Kompetenz, Sachen auseinanderzuhalten. Also was ist dann öffentliche Statistik? Was sind halt einfach Daten, die hier zur Verfügung stehen, mit welchen man was machen kann, aber vielleicht nicht unbedingt unter den gleichen Prämissen erstellt worden sind, dass man eben auch hilft den Leuten, wenn sie Daten interpretieren oder mit Daten arbeiten, was die Aussagekraft ist und woher welche Quelle eben auch stammt. Eines der wichtigsten Prinzipien der Open Government Data Strategie besteht darin, den Dialog zwischen den Datenanbietern und den Datennutzern zu fördern. Das ist eigentlich auch das Ziel des UN World Data Forums. Das ist sehr ein analoges Ziel. Wir sind überzeugt, dass dieser Austausch und das Angebot und auch die Qualität der offenen Verwaltungsdaten sich verbessert und damit es eben auch einen größeren Bereich an Anwendungsmöglichkeiten gibt, als das vielleicht früher der Fall war. Aus diesem Grund, werte Open Data Community, möchten wir mit dieser Veranstaltung den Dialog auch anstoßen und ihn danach angeregt fortsetzen. Es ist ja nicht so, dass das dann irgendwann mal vorbei ist, sondern wir sind am Anfang einer Entwicklung. Wenn man sich überlegt, was es bedeutet, wenn mehr oder weniger alle Daten quasi interoperabel vorliegen würden oder wir schon nur, sagen wir mal, einen Metadatenkatalog haben, der für Sie zugänglich ist und Sie sehen können, was es für Daten hat, dann haben wir schon einen wesentlichen Schritt dahingehend gemacht, dass eben, sagen wir mal, für Veranstaltungen wie zum Beispiel Hackathons nicht nur mit guten Ideen gefüttert sind, sondern eben auch mit guten Leuten, guten Projekten und guten Daten. Und dahin müssen wir hinarbeiten. Das ist auch der erste Teil des heutigen Abends, nämlich da stellt Oleg Lavrovsky von datalets.ch stellvertretend für die Datennutzenden die Plattform Tribab vor, wo eben auch für Hackathons verwendet wird. Wir wechseln dann nachher ein bisschen so, was machen wir eigentlich? Also den zweiten Teil präsentiert Thomas Schulz, der datenverantwortliche OGD im Bundesamt für Statistik, auch ein bisschen die Sicht des Datenanbieters. Er spricht über die Umsetzung von Open Government Data innerhalb des BFS, dass Sie auch mal sehen, wo stehen wir, wie gehen wir vorwärts, was sind die Themen, die wir haben. Und dann, zu guter Letzt, erläutert Juan Pablo Lovato, alles Personen, die ich denke, Sie größtenteils bereits kennen, der Leiter der Geschäftsstelle Open Government Data, die nächsten Schritte bei der Implementierung des Open Government Data Prinzips in der Schweiz. Und natürlich im Anschluss an die einzelnen Vorträge bleibt jeweils Zeit für Fragen, für Feedbacks, Anmerkungen, Ergänzungen, die Sie dann einbringen können. Und Sie können natürlich Ihre Fragen direkt auch hier in den Chat hineinschreiben und dann kann man darauf antworten. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir wie üblicherweise bei Ihren Veranstaltungen auf Twitter aktiv ist, damit auch der Austausch weitergeht, dass es bekannt wird und dass man auch wahrnimmt, dass es hier eine ganze Community hat, die sich darum kümmern. Ich bin auch sehr froh, wenn man sich gegenseitig jeweils in den Twittern erwähnt, sodass man sieht, dass wir hier nicht nur einfach eine Stelle sind, sondern viele verschiedene Stellen, die sich gegenseitig unterstützen. Und Sie können Ihre Beiträge entweder mit dem Hashtag OpenDataBeer versehen oder das Konto der Geschäftsstelle OpenGovernmentData at OpenDataSwiss erwähnen. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, dass man auch ein bisschen sieht, dass wir hier gut zusammenarbeiten. Gut, das wäre quasi mein Open Statement gewesen, an Sie gerichtet und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für Ihr Engagement. Sie sind alle Botschafterinnen und Botschafter in der Frage von Daten und sind auch
Leute, die eine Kompetenz mitnehmen in der Frage im Umgang mit Daten und auch eine Community darstellen, die eben auch andere befähigen können. Und dafür möchte ich Ihnen jetzt schon sehr herzlich danken, denn ich denke, das ist der richtige Weg auch für das weitere Vorgehen. Nun gebe ich gerne das Wort an unseren ersten Redner, nämlich Herrn Oleg Lavrovsky. Oui. Sehen einfach dein Desktop nicht. En tout cas, aussi, bonsoir de ma part aussi. Vous avez déjà entendu mon nom. Qu'est-ce que c'est mon rôle? Je vais essayer de modérer un petit peu la discussion ce soir. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Juste pour information, après chaque input, chaque présentation, on a prévu environ 5 minutes pour les questions. Et clairement, on a à la fin, après les 3 inputs, du temps pour discuter un peu plus de manière approfondie. Oui. Ouais, une fenêtre, oui. mach sie vielleicht ein bisschen größer, würde ich machen. Attendez 11 secondes. Oui, maintenant ça devrait marcher. Voilà, parfait. Alors, just a sec. Très bien. Okay. All systems go. Bonsoir, messieurs, dames, et merci beaucoup de ma part de pouvoir être ici et de représenter la part de la communauté. Merci à l'introduction et de hoster l'Open Data Beer. Ce soir, je voulais juste rappeler que notre sujet, c'est l'open data. On essaie de faire un échange ouvert. Tous les avis sont précieux et bienvenus. Je suis en train de regarder vos commentaires dans le Skype, dans le YouTube et après aussi dans le Twitter, bien sûr. Je vais essayer de ne pas promouvoir rien ici. On n'est pas ici pour to promote stuff. Et comme on dit, Namen et Omen, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai une bière dans la main. C'est une... C'est une bière locale qui vient de Könitz, près de Berne, d'où je transmets mon présentation ici. Le thème que j'ai pris pour ce soir, c'est les hackathons. Cette image représente très bien un petit peu le rôle que je joue dans la communauté Open Data depuis presque 10 ans. Je suis Canadien d'origine russe. Je me considère un activiste pour l'ouverture des données. Je suis un IT guy, je travaille comme entrepreneur et développeur de software. J'ai un peu l'histoire académique, corporée. J'ai mon propre entreprise aujourd'hui qui s'appelle CVD. Et je suis aussi membre de communauté dans l'association Open Data CH. Je suis aussi organisateur des événements civic tech comme les hackathons et je suis responsable pour le maintien de divers paquets open source. Vous trouverez tous ces, si vous cherchez l'Oleg en ligne, vous me trouverez facilement. Et j'aime bien coder, j'aime bien jouer avec la technique. Ça, c'est moi dans un hackathon à Lausanne
qui a été fait avec le support du d'Office fédéral de l'agriculture il y a quelques ans. Et vraiment, j'adore cette sorte d'événement et je participe avec beaucoup de plaisir. Et dans le dernier temps, j'organise beaucoup des événements. J'ai assisté à un événement le week-end passé. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vite parler d'une pratique locale très bien connue en matière de données. Il s'agit de timekeeping, le chronométrage. C'est une chose qu'on fait très bien en Suisse. Et depuis 5 ans, je travaille sur un outil qui nous assiste à bien à garder le temps pendant les hackathons. On les appelle les hackathons, les hack days. C'est une sorte de sport électronique où les participants font usage ludique des ressources techniques pour étirer leurs données dans les délais stricts. Donc, ça veut dire qu'on vraiment fait le plus qu'on peut avec une composition de ressources qui est disponible. Et souvent, c'est les données ouvertes. En fait, on a commencé à faire les actes pour soutenir le mouvement d'Open Data en Suisse. Depuis 2011, je fais ça avec l'association Open Data CH, ou même avant qu'on a fondé l'association, on a fait les événements. Et à l'époque, les anciens projets ont été archivés ici sur cette wiki Make Open Data. Donc, chaque fois qu'on a un Hack Night ou Hack Day, on a toutes sortes d'idées. Il y a des gens qui travaillent sur les projets, essayent de faire quelques résultats dans un temps clairement limité. Et en fait, les résultats sont les documentations, les liens vers le code source et surtout leurs épreuves, les opportunités et les difficultés qu'ils ont survécues. Toutes ces données de ces premiers événements sont désormais disponibles ici. J'ai un scraper que vous pouvez utiliser pour charger les événements disponibles sur le wiki. Mais depuis 2016, on a une nouvelle sorte de wiki, le nouveau Black. Ça s'appelle DripDat, de l'anglais Driven by Data. C'est un peu de la coursier qu'on a pris pour créer vraiment un outil pour nous promouvoir, pour nous supporter dans nos efforts d'améliorer la qualité des données. Les données sont disponibles maintenant avec une API qui est en temps réel. Donc voilà, depuis 2016, à peu près tous les nouveaux événements, tous les nouveaux updates, les projets, les ressources sont disponibles sur hack.opendata.ch. Et sur la page About, vous trouvez les liens pour downloader toutes les documentations de notre participant de la communauté. Alors, pourquoi on a fait DripDat? Il y a juste quelques claires excuses. C'est à part de scratching your own itch. Ça, c'est la motivation principale de probablement de tous les meilleurs projets open source. On était plus content avec l'ancien wiki, on a développé ce nouvel produit, mais surtout pour avoir les hackathons géniaux, pour avoir vraiment en plus de fun, pour supporter bien les participants et pour dribbler avec data. Donc, dribble, c'est un terme anglais de basketball et c'est un peu l'effet qu'on veut produire. On veut que les gens s'amusent bien, se travaillent bien en équipe et profitent de cet événement. Ah ben, attendez une seconde, souvent je me demande pourquoi pas simplement utiliser CCAN comme Open Data Suisse. CCAN, il a une très bonne fonction qui s'appelle Showcase, sur laquelle on voit les apps qui sont liées avec les échelles de données qui étaient utilisées. Mais et la réponse est oui, on peut utiliser CCAN, on devrait utiliser CCAN. Nous n'avons pas accès direct dans le CCAN du BFS, donc de Open Data Suisse, et on n'a pas vraiment les ressources ou je ne sais pas quoi, on n'a pas vraiment le volontiers en ce moment pour avoir une instance CCAN qui est disponible à la communauté. En fait, la réalité, c'est qu'on utilise CCAN presque dans tous les événements, déjà avec une sorte de plugin. Le DripDat, en termes de software, il est très similaire. Il a une architecture logicielle qui est parallèle de CCAN. Et j'espère que bientôt, on va faire une extension CCAN, on nous aligner plus pour boucler la boucle, c'est-à-dire de vraiment rapprocher les publicateurs de data
avec nos efforts d'améliorer la qualité des données. Pour ne pas prendre trop de temps, je vais juste skipper un peu les prochaines quelques slides, mais il y a, au fondamental, il n'y a pas seulement Arc Open Data, il y a aussi la communauté d'Internet of Things qui utilise beaucoup notre software, comme vous, utilisez, vous voyez dans le screenshot, qui ont aussi contribué beaucoup des idées au design. À la base, on crée un projet et on peut poster les rapports de son progrès. Et on fait des équipes avec cette plateforme. Et à la fin, on a un résultat qui peut être comme ici, qui représente ce que l'équipe a accompli. Et aussi toutes les données, par exemple, les readme de leur code source, il est automatiquement agrégé dans le résultat. Donc on ne doit pas aller à tous les endroits pour chercher les documentations, c'est tout sur une même page. Et c'est bien pour les organisateurs, bien sûr, et pour les équipes aussi. Et bien sûr, on peut aussi partager les documents, les sketchs, les datasets, tous les matériaux qu'on met. On essaie de vraiment promouvoir l'idée de publier en ligne sans faire les restrictions. Donc les gens ne sont pas du tout obligés d'utiliser notre plateforme. Ils ont tout le choix. Autant que les informations sont disponibles dans le web, sont quelque chose de spécial, on peut les visualiser en DripDat. Alors voilà, il y a un API, comme j'ai dit aussi pour les organisateurs, ils ont un back-end pour gérer leur projet. Et surtout, les participants, ils ont une très bonne horloge digitale qu'ils peuvent mettre sur un deuxième écran ou quoi que ce soit, pour savoir exactement combien d'heures, minutes, secondes il reste pour l'AC. Alors, j'ai beaucoup plus de temps, mais aujourd'hui, c'est tout ce temps que j'ai. Je vais juste dire que tout le monde gagne. Ça, c'est très important pour moi, que chaque participant d'un acte, d'un hackathon, chaque contributeur à le mouvement Open Data, et reçoit la reconnaissance d'avoir fait quelque chose de bon. Pour moi, c'est un peu la base de fairness en termes Open Data. Donc, ce n'est pas pour moi juste l'essentiel si c'est open ou si c'est gratuit. L'important, c'est qu'on accomplit quelque chose, qu'on fait ça avec les personnes et qu'en fin de compte, on a des données de meilleure qualité. Si vous voulez supporter ce projet, venez à un acte de OpenDataCH. Il y a un site web qui s'appelle dripdat.cc où il y a tous les liens. Et juste une dernière chose, one more thing. J'ai le plaisir de rappeler, d'annoncer qu'avec InnoSuisse et l'école Fachhochschule, Berner Fachhochschule, on a un hackathon le 11 à 13 décembre qui s'appelle Hack for Social Good. Donc, venez passer un moment avec nous. Merci beaucoup. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, ça c'est mon adresse mail. Merci beaucoup, Oleg. C'est un tool très intéressant, mais peut-être tu peux répéter un moment. Imagine que, alors moi, je suis par exemple le canton Tessin et je veux organiser un hackathon. Et je vais utiliser cette plateforme. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Excellente question. C'est un produit open source. Donc, si je vais sur le site web, on peut cliquer Install pour avoir les instructions. Bien sûr, c'est comme Seekan. Ce n'est pas un produit qui est super, super facile à utiliser. On ne peut pas juste télécharger une application exactement. Desktop. On a essayé de faire un peu plus facile avec Heroku. Depuis quelques jours, il y a ce bouton rouge. Ce bouton rouge, c'est un serveur de communauté. On peut juste demander le mot de passe et faire son événement ici. C'est un peu comme on a fait avec le serveur de School of Data CH, qui était utilisé par le canton de Zurich pour faire l'hackathon de COVID-19 en mars. Ils ont juste reçu le mot de passe, un compte administratif. Ils ont pu utiliser la plateforme
sur cette serveur partagée qui appartient à notre communauté. Parfait, merci beaucoup. Si vous voulez organiser un hackathon, donc regardez très bien ce tool, je le trouve très intéressant. Je pense que aussi savoir qu'il y a Oleg qui est prêt à vous aider à le mettre en place, je pense que c'est une information importante. Merci Oleg aussi d'avoir organisé le YouTube. Cheers. Et à propos, bonsoir aussi à qui nous suit depuis la chaîne hein, YouTube. Je pense qu'on peut passer directement à la prochaine présentation, vu qu'on a un petit peu de retard. Donc, je demande à Thomas Schulz de partager son écran, de nous montrer sa présentation. Thomas Schulz est le responsable de la distribution des informations, des données de l'OFS. Et il va nous expliquer quels sont les plans de l'OFS, de l'Office fédéral de la statistique. Ouh, et un peu écho. Un peu écran. Il va nous expliquer, Thomas, je pense qu'il peut mieux expliquer. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Vas-y. Mach nur weiter. Danke, Juan Pablo, für die freundlichen Worte. Ja, herzlich willkommen aus Neuchâtel. Ich glaube, ich bin der Einzige, der in Neuchâtel ist, heute wirklich vor Ort. Aber es gibt doch trotzdem kein Bier, habe ich festgestellt. Also ich werde nachher auch wieder nach Hause gehen. Aber erst nach der Präsentation. Und danke, Oleg, dass du in der Zeit geblieben bist. Dann habe ich doch Zeit für 19 Folien. OGD im BFS, ich weiß nicht, wie hoch die Erwartungen sind. Ich hoffe, ich kann einige erfüllen. Vielleicht einfach sagen, wo wir stehen, ein bisschen Werkstattbericht, 3-4 Baustellen zeigen, woran wir arbeiten. Ich mache kurz die Präsentation, genau, mach die Präsentation voll an im Bild. Jawohl, also der Josh Simon Ulrich hat es gesagt, wir haben einen recht spannenden Auftrag des BFS. Wir haben mit etwas anderen Auftrag als andere Bundesämter. Was wir produzieren, sind Informationen und das schon relativ lange. Informationen, wenn man sie dann hat, dann muss man sie auch verbreiten. Das ist auch Teil des Gesetzes und unseres Auftrages. Und das ist immer recht schwierig, wie verbreitet man sie dann? Also benutzergerecht heißt es im Gesetz und das ist alles, oder? Benutzergerecht heißt heute natürlich an Menschen, das heißt aber auch an Maschinen, das heißt an APIs. Die Verordnung sagt sogar schon seit 1993, maschinell lesbare Daten oder Datenträger zu publizieren. Also das Thema ist gar nicht so neu, oder? Diesen Kanon versuche ich zu bedienen mit meinem Team, mit unseren Fachsektionen, wenn wir immer wieder neue Daten publizieren. Also Openness in dem Sinne ist eigentlich sehr gut Teil unseres Informationsauftrages. Wir sind ein großes Amt, auch ein großer Tanker, sagen manche. Also da hat man schon noch einige Herausforderungen, mit denen wir kämpfen. Aber wir kommen gut voran dieses Jahr und ich kann einen kleinen Ausblick geben, was auch nächstes Jahr kommt. Ich denke, wenn man sieht, was OGD heißt, OGD hat mehrere Aspekte, sind wir inhaltlich recht gut unterwegs. Also ich denke, wir publizieren alles, fast alles. Ich möchte nicht die Hand ins Feuer legen, aber 99% von dem, was wir an Daten haben, was publizierbar ist, das geht raus. Wir sind auch rechtlich inzwischen auf gutem Weg. Also es gibt neue Lizenzbedingungen in 2 Jahren. Das ist aufgegleist, dass Sie nicht mehr kommerzielle Nutzung zum Beispiel abfragen müssen, also nur noch Quellenangaben. Aber unsere große Baustelle, und da bin ich sehr aktiv dieses Jahr auch unterwegs gewesen, sind vor allem die technischen und die funktionalen Anforderungen. Das ist eine große Kiste. Wir publizieren 5-mal am Tag ungefähr 500 verschiedene Datensätze. Also es sind mehr als 10.000 im Jahr. Und da gibt es dann schon noch einige Herausforderungen bei der Menge allein der Daten. Vorab, ich möchte die Präsentation auch nutzen, mit einem kleinen Mythos aufzuräumen. Das sind nicht unsere Datenbanken. Weil ich bekomme immer wieder Tweets, wahrscheinlich auch von einigen, die hier da sind, auch immer mal wieder Mails. Nein, das sind Publikationen, oder? Das sind Tabellen, die wir haben. Wenn Sie das finden, dann ist das nicht für Maschinen geeignet, dann ist das für Menschen geeignet, die das gerne lesen möchten. Wir haben andere Angebote, die man auch unter anderen Rubriken findet. Also wir haben bewusst auch immer die Trennung gemacht, Tabellen und Daten, wenn man ins Statistikportal geht. Neben unter Tabellen findet man Tabellen, also schön gelayoutete Dinge, die man aber nicht unbedingt weiter verarbeiten kann. Und es gibt dann auch noch Daten entsprechend.
Genau, die zeige ich jetzt. Das heißt, ich möchte kurz einen Blick werfen auf die Output-Datenbanken, wo wir schon maschinenlesbare Ressourcen haben. Dann einen Blick, was dieses Jahr sehr aktiv gelaufen ist, alle unsere neuen Visualisierungen, auch eigene Applikationen, wo wir OGD nutzen selber. Und dann ein paar Piloten, die wir hatten, thematische Piloten, wie wir eigentlich einzelne Themen angegangen sind oder auch angehen wollen in nächster Zeit. Also, wir haben drei große Datenbanken, eben weit weg von den Tabellen, die Sie gesehen haben, gelayoutet. Die größte ist eigentlich unsere Stadthub-Datenbank. Dann gibt es aber auch die Regionaldatenbanken in den Atlanten und entsprechende Regionalporträts. Und dort überall findet sich OGD mit den entsprechenden Files, auch mit APIs, die man herunterladen kann. Also das wäre Stadthub und vielleicht etwas unbemerkt geblieben, aber wir haben letztes Jahr eine entscheidende neue Version eigentlich aufgeschaltet, Stadthub 2.0. Das hat APIs, ein API, das hat entsprechende Schnittstellen, dass man JSON vor allem herunterladen kann, verknüpfen kann. Es können Grafiken, Abfragen kreieren, die bleiben stabil. Also es gibt persistente Links auch hinterher. Und dort kann man recht gut, klar, es gibt auch eine Anleitung dazu, also man muss die Sachen filtern aus den Cubes, aber dort kann man recht gut und dauerhaft eigentlich die Zeitserien, sagen wir vom Grundangebot, 80% unserer Themen herunterladen und entsprechend nutzen. Das Ganze ist auch verlinkt natürlich auf opendata.swiss. Ich habe mal gezählt 666 Datencubes vor kurzem. Es wächst, also wir stellen auch, wenn Bedarf ist, wenn jemand Interesse hat, weitere Cubes entsprechend zur Verfügung. Also einerseits die Cubes direkt, andererseits eben auch mit dem API direkt drauf zugreifen. Dieses Jahr vor allem Auftrieb gehabt hat, sind unsere Visualisierungen. Wir haben sehr viel investiert in neue dynamische Visualisierungen im BFS, also weg von Bildlis, weg von PNGs, von PDF, die wir lange Zeit im Web hatten. Das sind jetzt doch alles auch, also es sind einige hundert, die wir inzwischen haben, dynamische Visualisierung. Und nichts ist besser, als wenn wir dafür selber OGD verwenden und dann bieten wir das auch entsprechend an, oder? Und das ja, unser Direktor hat es eingangs gesagt, Covid hat nicht nur negative Effekte gehabt. Ich glaube, also wenn ich ehrlich bin, ohne die Pandemie wären wir wahrscheinlich nicht so schnell vorangekommen, dynamische Anwendung so im April, Mai diesen Jahres aufzubauen. Wir haben eine ganze neue Webseite aufgebaut für Experimental Statistics, also wo solche neuen Visualisierungen vor allem auch zu finden sind. Einerseits ein Portal, aber andererseits über diese Adresse sind eigentlich immer die neuesten Grafiken verfügbar. Also da gibt es das Mortalitätsmonitoring, was komplett neu gemacht wurde. Es gibt auch Regionaldaten, Smart Cities und entsprechend diese Swiss Covid App Monitoring, was wir seit einigen Monaten anbieten. Da finden sich solche Grafiken alle dynamisch aufgebaut aus OGD-Daten. Ich glaube, es sind alleine für die App inzwischen 10 Stück. Ja, und wir bauen eigentlich konsequent, das betrifft nicht nur Gesundheitsthemen, wir bauen jetzt eigentlich konsequent die Daten in alle Visualisierungen ein. Das sieht dann bei Mobilität etwa so aus. Kann man das CSV herunterladen. Die Daten sind auch daneben, darüber, darunter irgendwo verfügbar auf der Webseite. Müssen Sie noch besser sicher in den Katalog auf opendata.swiss auch noch einbinden. Aber wichtig ist, dass man zu den Visualisierungen mehr Daten findet. Ich glaube, das wird geschätzt. Also das Feedback war bisher recht positiv. Mir ist auch noch aufgefallen, ja, dafür haben wir gar nicht so viel Werbung gemacht. Auch in all unseren Karten eigentlich seit vielen Jahren sind eigentlich schon OGD enthalten. Das heißt, ich glaube, seit 5 Jahren an den Abstimmungssonntagen kann man auch entsprechend Daten herunterladen, auf Daten zugreifen, die wir in den regionalen Karten drin haben. Und das Ganze wird auch noch versuchen, das ist sicher ein Ausbauschritt noch für nächstes Jahr. In den statistischen Atlanten, in den drei, die wir haben, sind ungefähr, ich glaube, 14.000 Datensätze auch noch drin, die recht gut verfügbar sind als CSV und als Excel. Also das ist auch noch wenig bekannt. Da muss ich sicher noch mehr Werbung dafür machen. Und ich werde versuchen, dass wir die auch irgendwie mit einem Harvester nächstes Jahr noch erschließen können. Im Moment sind sie einfach über Links oder über die Karten erschließbar. Das heißt also, die sind ja im Gegensatz zu den Tabellen recht gut formatiert. In einer Spalte eine Information. Es fängt direkt oben an und hier können Sie eigentlich ja alle Gemeinde, alle Bezirksstände, Kantonsstände. Das geht bis zurück 1850, wo es Daten gibt, kann man entsprechend hier verlinken. Ja, letztes Jahr haben wir einen thematischen Piloten gehabt.
Das waren die Wahl- und Abstimmungsergebnisse. Das war ja ein wichtiger Durchbruch für uns, weil wir jetzt weitere Themen auch bearbeiten wollen nächstes Jahr. Das heißt, die gesamte Wahl- und Abstimmungsstatistik mit der Bundeskanzlei zusammen, mit dem Kanton Zürich zusammen, wurde auf OGD-Daten umgestellt. Also nicht nur OGD produziert, sondern wir haben die ganze Diffusion, Grafiken, die ganze Webseite dazu dann auch wieder auf OGD basiert und entsprechend selber die Daten wieder eingebaut. Dass das etwas bringt und dass das genutzt wird, kann ich vielleicht noch kurz in dieser Folie zeigen. Natürlich alle unsere Informationen steigen, also egal was ich nehme, ob das Publikationen sind, ob das Bilder sind, alles wächst und vor allem dieses Jahr mit der Pandemie, die wir hatten, sind entsprechend die Informationsangebote sehr stark gestiegen. Aber nichts ist so erfolgreich, sagen wir mal mengenmäßig, volumenmäßig eigentlich, als wenn wir Open Data anbieten. Also die JSON-Dateien, die wir am Wahlsonntag hatten zum Beispiel, im Vergleich zu vielleicht 100.000 Files, Tabellen, CSV, die sonst heruntergeladen werden im Monat, haben über 8 Millionen Zugriffe gehabt und das an 2 oder 3 Tagen. Also das sieht man schon, dass da was passiert ist. Auch sobald wir Werbung machen für neue Cubes, gehen auch die Cubes entsprechend nach oben. Also da ist noch Potenzial, aber es zeigt, dass da ein ziemlich großes Interesse da ist. Das ist von gestern, ganz aktuelles Beispiel, wo wir Open Data verwendet haben, entsprechend am Abstimmungssonntag natürlich. Die werden inzwischen auch nicht mehr primär als Excel-Tabellen publiziert, sondern als OGD über die Plattform im Statistikportal und entsprechend auch auf anderen Plattformen. Und dann entsprechend die einzelnen Dateien, die wir bei uns anbieten, im Statistikportal laufend aktualisiert. Also die Erklärung steht entsprechend auch da. Mir ist wichtig, das ist eigentlich meine letzte Folie, mein Aufruf an die Community, an alle, die auch zuhören. Wir sind nicht nur ein großer Tanker, wir können auch mit Schnellbooten fahren, aber es ist wichtig, wohin wir fahren. Und das heißt, ich möchte einfach alle einladen, sich zu melden, wenn sie prioritär irgendetwas brauchen, einzelne Themen brauchen. Wir werden jetzt in den Bereich Wirtschaft investieren, einige Wirtschaftsdaten als OGD aufbereiten die nächsten Wochen und Monate. Wir werden auch in City-Daten mit dem Städteverband investieren, dort einiges machen. Aber wenn Ihnen konkret etwas fehlt, dann einfach schreiben, einfach melden. Dann geht das zumindest in die Diskussion, dann können wir das auch priorisieren. Ich würde das entsprechend mit den Fachsektionen besprechen. Und wenn mehrere Wünsche kommen, dann kann man das auch auf die Liste ganz nach oben setzen, weil es dann offenbar Bedarf gibt. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel dieser Bedarf, das kam mehrfach im Sommer herein. Ich habe auch verschiedene Tweets im September gesehen, Oktober gesehen. Es wurde immer wieder bemängelt, dass Bevölkerungsdaten in den Cubes nur so ab 2010, ab der neuen Volkszählung vorhanden sind. Die Cubes gehen nicht weit genug zurück, haben nicht genügend Gemeindestände historisch und das haben wir in 3 Wochen behoben. Also da gibt es dann schon Möglichkeiten. Mit der Fachsektion haben wir das angeschaut. Und am 27. Oktober war dieser neue Datenwürfel eigentlich draußen. Der geht jetzt bis 1860 zurück. Also solche Sachen sind möglich. Wir können nicht in einer Woche das Rad neu erfinden, aber ich möchte einfach alle einladen, ganz herzlich wirklich schreiben und dann bewegt sich auch etwas. Und das möchte ich einfach nach draußen in die Community entsprechend heute mitteilen. Und damit bin ich auch schon am Ende, Juan Pablo. Danke, Thomas. Danke. Ich würde jetzt vorschlagen, dass Sie ja wirklich jetzt Zeit für die Fragen an Thomas Schul zu stellen. Wenn ich mir aber erlauben darf, würde ich zuerst eine erste Frage stellen. Oleg hat vorher präsentiert ein ganz schönes Tool. Damit kann man Hackathons organisieren. Wie siehst du die Möglichkeit, eine Hackathon beim BFS zu organisieren? Du hast mich ja schon angefragt, jetzt kann ich schlecht Nein sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob mein Direktor noch dabei ist und zuhört, ich glaube, dass wir das nächstes Jahr machen können. Also ich würde mich freuen, wenn wir das organisieren können, ich würde das unterstützen, müssen noch ein geeignetes Thema vielleicht zusammen definieren mit dem Verein, aber sehr gerne. Super. Also jetzt die Fragen. Ich würde vielleicht mit der Frage von Matthias anfangen. Gibt es ein Forum für solche Anfragen? Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, wo kann man solche
Fragen stellen, aber vielleicht, ich denke, man möchte auch ein bisschen sehen, welche Alternativen gibt es zu den E-Mails. Gibt es ein Forum oder E-Mail oder Twitter? Noch nicht, aber das ist eine gute Idee. Also im Moment ganz klassisch anfragen, also klassisch über Social Media natürlich, über E-Mail, wir haben Telefone. Es gibt eine ganz einfache E-Mail-Adresse, info@bfsadmin.ch. Schlussendlich landet das bei mir, schlussendlich landet das in dem Team, was sich darum kümmert und dann bei den Fachsektionen. Wichtig ist einfach die Frage konkret stellen, was wird gesucht, was wird gebraucht und nicht einfach nur die Bildli sind schlecht auf der Webseite. Damit kann ich einfach nichts anfangen, weil ich möchte ja helfen, ich möchte ja irgendwie die Sache verbessern, oder? Danke. Dann eine Frage von Stefan Seider. Wie arbeitet das BFS mit Wikidata? Ist die Frage gemeint, wie wir Wikidata bedienen oder ob wir es nutzen? Das habe ich nicht. Oder ob es eine Zusammenarbeit gibt. Also ich kann vielleicht sagen, wir haben Gespräche gehabt mit Wikidata vor vielen Jahren und wir haben keine Vereinbarung, keine Zusammenarbeit mit Wikidata, aber Sie wissen eigentlich, wie Sie entsprechend Daten bei uns finden. Das heißt, das Angebot ist auch die letzten 2, 3 Jahre deutlich besser geworden. Wenn man irgendwie Statistikdaten tippt, das BIP oder tippt Schweiz oder Bevölkerung ein, entsprechend. Also das ist die Frage wurde auf YouTube gestellt und vielleicht kann der Herr Seide noch die Frage ergänzen, aber ich würde jetzt schon mal mit der nächsten Frage gehen. Also die Frage, ich habe mich sehr gefreut, dass Ektarraster OGD angeboten werden. Vesal finde ich die nicht einfach auf OpenEdge von Swiss und Vesal gibt es keinen direkten Download dazu, ist ziemlich umständlich, die Daten zu finden. Das ist nicht eine ganz, ganz neue Das ist Art. keine neue Frage. Nein, ich glaube, das Problem ist erkannt. Ich könnte jetzt einfach sagen, betrifft mich nicht. Das läuft bei Swisstopo, aber das sage ich nicht oder das läuft irgendwo anders. Nein, wir müssen das noch anschauen. Also wir waren ja relativ schnell, das bekannt zu machen und aber es sind noch nicht alle Arbeiten dahinter gemacht für den Download. Also ich werde das noch mal bei der Fachsektion einbringen, dass das etwas schneller läuft. Gut. Danke, dass du auch diese Hub-Rolle übernimmst. Also wir wissen, dass das BFS nicht nur ein Data-Domain hat oder betreut. Es gibt sehr viele Data-Domains beim BFS und ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, diese zu verwalten, diese eben Anfragen. Eine weitere Frage von Teresa Kubaka. Frage zur Datenvisualisierung. Was für ein Visualisierungstool verwendet das BFS? Ist das Oh. eine ausgemachte JavaScript-Lösung oder etwas ganz anderes? Also, ja, es gibt nicht die Lösung, es gibt verschiedene Lösungen für verschiedene Zwecke. Also, wir haben Lösungen der Kartografie, hausgemachte Lösungen, natürlich auch die klassischen GIS-Produkte. Wenn es um Diagramme geht, arbeiten wir seit einiger Zeit mit Data Wrapper zusammen. Das ist ein relativ neues Tool, also für das, was nach draußen geht. Intern verwenden wir oft auch noch Tableau für einzelne, vor allem Analysegrafiken. Und alles, was komplexer ist, ist eigentlich in D3 selber gebaut, entsprechende Dashboards oder komplexere Grafiken. Das ist ein bisschen eine Mischung, ich glaube, wie bei vielen. Es gibt nicht das Tool, was alles kann. Okay, danke. Schon noch eine weitere Frage von Corinna Grobe. Generell, wie evaluiert das BFS, welche Datensätze von Nutzenden gefragt werden und priorisiert werden sollten, abgesehen von konkreten Nachfragen? Ja. Also das machen wir. Also alles, was beim Auskunftsdienst zumindest offiziell hereinkommt, das wird analysiert und die geben auch einmal im Jahr Feedback entsprechend. Oder wenn sich Anfragen häufen, bekommen wir Hinweise, ja. Ja, ich Wir glaube, die machen auch Frage noch, war auch ein ich kann bisschen. vielleicht noch erwähnen, wir machen jährlich auch Web-Umfragen für die Nutzung unserer Webseite. Und ich glaube, ja, in 2 Wochen werden wir auch noch starten mit einer allgemeinen Web-Umfrage dieses Jahr zum Thema Datennutzung. Also das wird nachher bekannt gegeben, natürlich auch über Twitter. Also wer da teilnehmen möchte, kann das entsprechend auch ausfüllen und dort auch seine Bedürfnisse deklarieren.
Ja, ich glaube, für die Priorisierung kann man auch sagen, dass es internationale Empfehlungen gibt, internationale Benchmarking dazu gibt, eben dieses ODIN für den statistischen Bereich, aber auch bei diesen High-Value-Data, die von der Europäischen Kommission definiert werden, gibt es auch, wie sagt man, Hinweise, welche die prioritäre statistische Open Data sein sollen oder sind. Ich glaube, auch diese kann man sagen, verwenden wir gemeinsam, um die Prioritäten auch zu definieren. Das wäre vielleicht auch etwas, was man sagen kann. Genau. Es gibt natürlich auch noch nationale Vorgaben, es gibt auch noch einen Gesetzgeber, Genau, es gibt genau. ein Mehrjahresprogramm. Also ich Ja, glaube, es genau. gibt relativ viele Vorgaben, aber dazwischen kann man schon das ein oder andere auch auf der zeitlichen Achse mal schieben, oder wenn es wirklich dringend gebraucht Ja, wird. klar. Gut. Gibt es noch Fragen? Ich denke nicht. Ich pense que je peux te dire merci, Thomas. Merci pour S'il y a Pablo. encore des questions, on va essayer de te déranger encore un petit peu. Vielleicht, ich habe ganz vergessen zu sagen am Anfang, also Fragen können auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch gestellt werden. Wir werden sie vielleicht in einer anderen Sprache beantworten, aber wir verstehen sie und geben uns Mühe, sie zu beantworten. Und das für jetzt, also für dieses Event, aber auch sonst. Also geplant ist noch ein kleinen letzten Input von mir. Ich würde jetzt den Bildschirm teilen, wenn ich es schaffe. Voilà, ich habe es geschafft. Also Sie haben es gehört, was ich persönlich mache, ist diese Geschäftsstelle Open Government Data zu leiten. Das ist die Geschäftsstelle, die eben beim BFS angesiedelt ist. Und das ist die Geschäftsstelle, die für das SEDI, also für das Departement des Innern, die Umsetzung der OGD-Strategie auf Bundesebene koordiniert. Das heißt, wir versuchen eben zum Beispiel eben das BFS dabei zu unterstützen, die Prioritäten zu definieren, denn wir versuchen sie zu unterstützen, einen Dialog zu pflegen mit den Datennutzenden, sowie aber auch alle weitere Ämter. Also unsere Aufgabe ist eben auf einer Seite die dezentrale Unterstützung, das heißt die Unterstützung, wie gesagt, zu schauen, dass die sämtliche Bundesstellen Open Government Data umsetzen. Auf der anderen Seite haben wir die Aufgabe, die zentrale und übergeordnete Maßnahmen umzusetzen. Also noch einmal, für die, die es nicht verstanden hatten, mein Name ist Juan Pablo Lovato, Grüße von Bern. Also ich wollte doch versuchen zu sagen, dass ich Neuchâtel bin, aber hinter mir es gibt der Inselspital und ab und zu die Rega-Helikopter, die vorbei fliegen. Darum, ja, ich glaube, es hätte nicht geklappt und ihr habe ich auch nur ein Bier aus Bern. Und ja, also dann muss es einfach sagen, Grüße von Bern. Und voilà, also dieser letzte Input ist nur, also wir möchten mit Ihnen einfach ein bisschen teilen, welche die nächsten Ziele, also welche die nächsten wichtigen Schritte sind, die wir machen wollen im Open Government Data Bereich. Also noch einmal für die Bundesverwaltung, aber nicht nur. Wir sind eben in Auftrag vom EDI dran, diese Umsetzung der Strategie OGD zu koordinieren, aber das machen wir natürlich nicht alleine. Es gibt verschiedene Gremien und Gruppen, die uns dabei unterstützen, wo wir versuchen, eben dieses Open Data by Default allgemein voranzutreiben. Das Open Data by Default ist ein Auftrag für sämtliche Bundesstellen, das heißt für die zentrale Bundesverwaltung. Das ist aber etwas, das wir nicht alleine umsetzen wollen. Also die koordinierte Umsetzung von Open by Default, von Open Government Data ist etwas, das wir gemeinsam mit Kantonen, Gemeinden, staatsnahen Betrieben, sowie aber auch privat die Daten vom öffentlichen Interesse vorantreiben wollen. Nicht, weil es
weil schön ist, weil, sondern weil eben die nationale und wirklich flächendeckende Umsetzung ist wirklich als Erfolgsfaktor zu betrachten. Einfach ganz kleine Erinnerung, es gibt natürlich Daten, die nicht open by default sein sollen, also Daten, die geschützt werden sollen, sowie auch spezielle Dienstleistungen oder Ad-hoc-Dienstleistungen, die zum Beispiel eine Bundesstelle leisten muss, um spezielle Daten oder bestimmte Daten zu produzieren. Also die fallen nicht unter diesem Open Data by Default-Prinzip. Also ich habe vorher gesagt, also die nächsten Schritte, die wir machen wollen, einen ersten wichtigen nächsten Schritt, den wir machen wollen oder die gerade jetzt wir versuchen zu machen, ist wirklich zu schauen, dass eben dieses Prinzip Open by Default verankert wird. Also Open Data nicht mehr als Nebenprojekt oder als einfach als strategisches Ziel, sondern wirklich Open by Default als Teil des Daily Business oder der normalen Daten- oder Datenpublikationsprozessen. Das wäre das Ziel. Um das zu machen, um Open by Default zu verankern, wir denken, das sollte auf drei Ebenen gemacht werden, rechtlich. Also man muss schauen, dass im rechtlichen Rahmen auch Open by Default wirklich vorgesehen ist. Für die Bundesebene sind wir jetzt dran mit einem Projekt und wir arbeiten dran. Organisatorisch, als Prinzip, muss auch Teil der zum Beispiel der Vorgaben, die bestimmen, wie wir arbeiten, zum Beispiel die Vorgaben im Bereich Unternehmensarchitektur, eben dort als Unternehmensarchitekturprinzip soll Open by Default auch berücksichtigt werden, sowie aber auch zum Beispiel bei Project Management-Unterlagen, sodass, wenn eine neue Fachanwendung zum Beispiel entwickelt wird, wird Open by Default vom Anfang an berücksichtigt und eine offene Schnittstelle zum Beispiel, also wenn möglich, auch programmiert wird, das spart natürlich viel mehr Aufwand, also später. Kulturell, das ist auch eine kulturelle Verankerung natürlich wichtig. Open Government Data bedeutet nicht nur einfach Daten zu publizieren, sondern es bedeutet, dass wir einen neuen Kanal für die Partizipation, das haben wir am Anfang schon gehört, also für die Partizipation, allgemein für einen Dialog mit mehr Akteuren und Stakeholders. Man muss auch deshalb von der Kultur her bereit sein, um diese neuen Prozesse zu betreuen und somit um vom Potenzial von OGD zu profitieren. Immer noch zur Verankerung ein bisschen, also allgemein einen weiteren wichtigen Schritt, den wir machen wollen, ist zu schauen, dass die Data Governance der Verwaltung auch weiterentwickelt wird. Es gibt Open Data sowie aber auch verschiedene weitere wichtige, teilweise neue Themen, die in einer Data Governance, also in einem Set von Regeln zum Datenmanagement, Datenbewirtschaftung berücksichtigt werden müssen. Diese Regeln sind eben Open by Default, sowie aber auch weitere sehr wichtige Themen wie Once Only, Open Source und natürlich Datenschutz mit den neuen Verordnungen und Vorgaben, die vor kurzem definiert worden sind, zum Beispiel auch. Eben das Ziel ist eine aktuellere, eine modernere Data Governance im öffentlichen Sektor hinzukriegen. Das ist natürlich nicht etwas, das wir als OGD Geschäftsstelle oder allgemein, dass wir als OGD Community machen können. Das ist auch, ich denke, nicht unsere Aufgabe, aber im Open Data Bereich, im Open Government Data Bereich haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt. Und ich glaube, dass es unseren Auftrag, also von der Geschäftsstelle OGD, aber auch von Ihnen alle als OGD Vorantreiber zu schauen, dass dieses Wissen wieder verwendet wird, wenn man die neue Data Governance definiert wird. Oft habe ich gesehen, dass das Thema Datenmodernisierung eigentlich in einigen Organisationen noch nicht da war und Open Data war ein bisschen der erste Schritt in diese Richtung.
Und eben aus diesem Grund konnten wir sehr viel wertvolle Erfahrung sammeln. Und ich denke, wir müssen es eben noch einmal einbringen bei diesen Diskussionen und wiederverwendbar machen auch. Ein weiterer Bereich im Thema Data Management oder Data Governance ist natürlich auch die Data Literacy oder allgemein diese Datenkompetenzen, die wir jetzt aufbauen müssen, um mit Open Data, also um gute Open Data zum Beispiel zu produzieren, aber auch um die weitere Datenaufgaben wahrzunehmen. Das ist ein weiteres wichtiges Thema, wo wir noch einmal als Open Data bewirken können. Natürlich mit den verschiedenen Projekten, die Sie gesehen haben, im Rahmen der Hackathons, wird Data Literacy produziert, verbreitet und vermittelt. Aber auch insbesondere für das Thema Weiterbildung, Ausbildung werden wir von der Open Data Seite eher versuchen, etwas vorzuschlagen oder versuchen einfach erste Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten, sodass man sich eben für diese neue Kompetenzen zumindest vorbereiten kann. Das ist ein bisschen der Beitrag, den wir bringen wollen, um diese neue, aktuellere Data Governance oder Data Management hinzukriegen. Das ist, was wir zum Tisch bringen wollen. Spezifischer zum Thema OGD. Ich habe vorher gesehen, es war ein bisschen die Diskussion von der Definition von Open Data. Wir denken, also das stimmt schon, was geschrieben worden ist. Es ist definiert, was Open Data ist, also was die übergeordneten Prinzipien sind. Aber wir denken, es sollen noch Schritte gemacht werden, es soll noch klarer gemacht werden oder diese übergeordneten Ziele sollen noch operationalisiert werden und das, was wir machen wollen. Also der soll eben nicht nur einfach ein abstrakter Kriterium bleiben, sondern wirklich etwas sein, das wirklich ganz praktisch und auch pragmatisch erklärt wird. Und oft, es gibt zum Beispiel, also alle kennen diese 5-Sterne-Skala für Open Government Data. Wir sagen, das sind die möglichen Varianten, das sind mögliche Formate, die wir veröffentlichen können, um Open Data umzusetzen. Wir denken, es soll auch besser erklärt werden, welche Variante für welchen Kontext oder für welche Situation besser geeignet ist und auch konkreter, wie kann man die richtige Open Data Lösung umgesetzt werden. Darum, was wir insbesondere für dieses Ziel vorhaben, ist, OGD-Richtlinien zu publizieren. Die wurden schon definiert, also eine erste Version davon, die werden wir veröffentlichen, aber auch ganz wichtig wird es sein, diese OGD-Richtlinien weiterzuentwickeln aufgrund der verschiedenen Rückmeldungen von den Datenanbietern, aber auch Datennutzer. Wir wollen auch schauen, dass nbook.opendata.swiss, das ist ein bisschen das Handbuch zur Nutzung von Opendata.swiss, aber gleichzeitig auch ein bisschen wollen wir das als Knowledge Repository für das ganze Thema Open Government Data versuchen zu etablieren. Eben diese Good Practices, vielleicht auch eben spezifische, aber ganz konkrete Best Practices, zum Beispiel zur Veröffentlichung von Geodaten. Wir wollen schauen, dass diese an einem Ort verfügbar sind oder zumindest verlinkt werden und dieser Ort soll nbook.opendata.swiss sein. Wir haben auch vor, ein Controlling aufzusetzen ab 21. Das heißt, eben wir haben vorher gesagt, wir wollen besser erklären, was der soll ist, aber gleichzeitig wollen wir auch besser aufzeigen, soll und ist, was ist der Unterschied, wer ist wie dran und somit auch ein bisschen den Eindruck geben, wo eben diese Best Practices zu finden sind, zum Beispiel. Wir bieten übrigens auch für diesen Zoll auch wirklich so eine Art von direkter Beratung in Form von Open Data Reviews. Wer Open Data umsetzen möchte, aber nicht sicher ist, ob sie es zum Beispiel richtig machen oder wie sie es machen sollen, sie können uns Open Data Reviews
Anfragen. Das ist etwas, was wir vor allem für die Verwaltungseinheiten organisieren und das wir aber später auch für weitere Organisationen anbieten wollen. Das ist ein Auszug aus diesen OGD-Richtlinien, die wir publizieren wollen. Sehen, dass es teilweise eben diese übergeordneten Prinzipien gibt, zum Beispiel aus der Sunlight Foundation. Aber wir wollen ein bisschen konkreter gehen. Und noch einmal, das ist etwas, was wir ab Anfang 21 publizieren werden. Es wird unsere Aufgabe, diese Richtlinien zu kommunizieren, aber eben auch weiterzuentwickeln. Vom Dialog wurde schon gesprochen, ich muss gar nicht erklären, wie wichtig es ist. Wir wollen da auch ein bisschen einen Beitrag leisten, um diesen Dialog zu führen. Wir wollen diesen Format von Roundtable etablieren. Die Idee von diesem Roundtable ist ziemlich einfach. Also man definiert ein Datenthema oder auch ein Datenproblem und man schaut einfach, dass Data Publisher und Data Users, die einbezogen werden sollen, auch wirklich einbezogen werden und gemeinsam einen Tisch sitzen, um mögliche Maßnahmen oder Lösungen zu definieren und auch einzuleiten. Wir haben aber auch vor, auf OpenData.Swiss einige neue Features aufzuschalten, um diesen Dialog zu führen. Und wir wollen aber auch die Verwaltungsstellen unterstützen, diese Act Days zu organisieren, zum Beispiel mit dem Tool mit ReadDat, was Oleg vorgeschlagen hatte. Das Thema Data Literacy habe ich eigentlich schon angesprochen. Man muss zu diesem Thema sensibilisieren, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit geben, sich auszubilden. Und da werden wir versuchen, da auch eben zumindest zu sensibilisieren, aber auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn oder wenn nicht auch wirklich konkrete Weiterbildungen versuchen anzubieten zu diesem Thema. Natürlich gibt es schon viele Data Literacy, Data Science Ausbildungen. Wir sehen einfach, dass es zum Bereich öffentliche Sektor und Open Data, Data Management etwas weniger gibt und wir überlegen uns übrigens eben, was wir da anbieten können. Ja, ein weiterer Schritt, den wir unbedingt machen wollen, das ist der letzte, aber ich denke, immer noch sehr, sehr wichtig. Also wir haben, ich denke, über die Jahre eine starke OGD-Community oder ein starkes OGD-Netzwerk aufgebaut. Ich sehe aber persönlich, dass es noch viel Potenzial gibt. Also die Data Publishers und die Data Users sprechen noch ein bisschen zu wenig miteinander, so wie aber auch die Data Users miteinander und auch die Data Publishers miteinander. Wir haben davor verschiedene Aktivitäten zu lancieren, Data-Driven Innovation Projekte, wo eben von Anfang bis Ende alle diese Akteure dabei und direkt involviert werden sollen, so wie aber auch wollen wir versuchen, weitere Akteuren mit weiteren Akteuren enger zusammenzuarbeiten, um dieses Netzwerk wirklich zu verstärken und übrigens auch versuchen, uns auch mit der Data Community zu vernetzen, weil Open Data, ja, das ist sicher nicht etwas, das wir isoliert vorantreiben sollen, sondern wirklich etwas, das wir, ich denke, mehr und mehr eben gemeinsam auch mit der allgemeinen Data-Community weiter vorantreiben sollen. Und ganz wichtig, um das zu tun, um eben auch diese weiteren Datenakteure zu erreichen, ich denke, man sollte auch eben das Thema Open Government Data auch ein bisschen, ich glaube, man soll vulgarisieren, also erklären, was Open Data bedeutet. Also das ist unser Motto, alle wissen, wir wissen alle, was dieses Motto bedeutet. Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal müsste man schauen, dass es einfach mit einfacheren Worten kommuniziert wird, weil ja, Open Government Data ist für einige vielleicht weniger verständlich und man kann sich noch nicht vorstellen, dass es einfach um die freie Wiederverwendung von den Daten geht. Das ist etwas, was wir bei der Kommunikation berücksichtigen möchten.
Falls Sie Ideen für diesen Roundtables haben, falls Sie Ideen haben, wie wir dieses Netzwerk verstärken können, falls Sie Datenanfragen haben, wie es auch Thomas Schulz vorher erwähnt hat, oder falls Sie weitere Daten publizieren wollen, falls Sie Beispiele kennen, wie die offenen Daten verwendet werden oder genutzt werden, oder falls Sie allgemein Feedback zu Open Data von Swiss, zum nbook.opendata von Swiss, zu diesen Events oder zur OGD-Strategie, was auch immer. Wir haben diese E-Mail-Adresse und wir sind auch auf Twitter, wir sind für Sie da. Wir warten sehr gerne auf Ihr Input, sodass wir eben schauen, dass wir Open Government Data gemeinsam weiter aufbauen. Das habe ich schon gesagt. Wir haben einen Twitter-Account, wo wir diesen Dialog pflegen wollen. Wir haben aber auch einen Newsletter, die unter dieser Adresse subscribable ist. Und sonst wäre schon alle von meiner Seite. Ich werde es einfach auf Italienisch sagen. Also ich lasse noch ein bisschen Zeit für die Fragen, aber ich möchte Ihnen schon mal Buone feste uno splendido 2021 wünschen. Ich weiß, 2020 war schwierig, aber ich bin sicher, 2021 wird viel besser sein. Vielleicht noch ganz kurz, ich denke, Daniela, vielleicht kannst du mir helfen für Open Data Beer. Es sind noch keine weiteren Events noch geplant, aber auf jeden Fall, sie sind jetzt in Vorbereitung. Also wir melden uns wieder mit weiteren, ich hoffe, Live-Events. Ich hoffe, ich werde auch die Möglichkeit haben, sie live zu sehen. Und ja, aber sonst schon mal jetzt Salute. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie noch Fragen haben vielleicht oder Empfehlungen, Feedbacks. Ja, es gibt auch ein paar. Genau, Daniela sagt es auch. Wir werden informieren, also Sie wissen, wie Sie von Open Data Beer und die Events erfahren können. Twitter, opendatabeer.ca. Es gibt doch noch ein paar Fragen, die ich verpasst habe, wahrscheinlich. Okay, j'attends. Voilà, also Twitter opendatabeer.ca oder www.opendatabeer.ca für die nächsten Events zu Open Data Beer. Ich habe diese weitere Fragen nicht gefunden. Ah, gibt es Bestrebungen, linked Open Data voranzutreiben? Auf jeden Fall. Ein weiteres, also ein Thema ist natürlich ein Thema ist natürlich die Daten zu veröffentlichen als Open Data. Die Daten müssen aber natürlich gut sein. Und dahinten stecken, ja, es gibt einiges anzupassen, einigen aufzubauen oder zumindest auszubauen. Im Bereich der Harmonisierung zum Beispiel. Das ist auch ein Projekt, das vom BFS vorangetrieben wird. Aber wir versuchen auch im Bereich Linked Open Data Erfahrung zu sammeln, um zu schauen, was für ein Potenzial für eben die Steigerung der Qualität der Daten zum Beispiel oder für die Förderung der Nutzung der Daten, was für eine Rolle Linked Open Data spielen könnte. Und dafür beim BFS zumindest, Thomas kann das noch ergänzen. Dafür haben wir verschiedene Pilote also geplant. Natürlich sind wir in Kontakt mit den verschiedenen Ämtern, Bundesämtern, die Linked Open Data schon vorantreiben. Und auch haben wir Anfragen von Deutschland und Österreich gekriegt, dass wir da auch so wie in Austausch wirklich zu diesem Thema kommen und
da erhoffen wir auch, ja, uns ein bisschen besser zu schauen, wie und wo LinkedIn Open Data am besten eingesetzt sein könnte. Wie beurteilt die Geschäftsstelle den Fortschritt bei der Umsetzung der OGD-Strategie und vor allem des Open by Default beim Bund? In welchen Departementen und Ämtern sind wir im oder vor dem Fahrplan? Was es hat, mit welchen Maßnahmen können wir die Öffnung fördern? Also das ist eine sehr breite Frage. Ich muss sagen, dass es unsere Aufgabe wäre, eben ein Controlling aufzuzeigen, das heißt, eben genau, was er Schramann fragt, aufzuzeigen, wo, wer steht wo. Das ist etwas, was wir erst ab 21 wirklich systematisch erfassen und wieder präsentieren können. Das ist sicher ein wichtiges Ziel. Ich denke, wir sind gut unterwegs. Das ist, ich glaube, das ist ein bisschen logisch. Es gibt nicht wenige Wunschstellen. Das ist sehr unterschiedlich, aber allgemein, ich habe wirklich dieses Jahr viel mehr Interesse gesehen, viel mehr Aufmerksamkeit auch ein bisschen gekriegt für das Thema Open Data. Man muss natürlich einige Prozesse anpassen, Verantwortlichkeiten definieren, aber ich denke, wir sind auf jeden Fall auf dem guten Weg, vor allem, weil man wirklich nicht nur bei ein paar weniger Ämter sieht, dass Open Data wichtig ist, sondern wirklich, das ist wirklich in die Breite gegangen und ja, wir werden einfach versuchen, Sie dabei zu unterstützen, Open Government Data umzusetzen, soweit wir können. Daniela erinnert noch daran, dass wer noch Lust hat, als Data Publisher oder als Data User beim Open Data Bureau etwas zu präsentieren, bei Twitter gibt es einen Plan, die Termdaten zugänglich zu machen. Ich denke schon, es gibt einen Plan dazu. Wir sind mit der BK im Gespräch oder werden wir zumindest mit Ihnen im Gespräch sein. Ich kann aber noch keine genaue Eingabe. Meine Empfehlung wäre, direkt die Bundeskanzlei zu fragen, aber ich glaube, man kann sagen, bei der Bundeskanzlei gibt es verschiedene Projekte, sogar im LinkedIn Open Data Bereich, die in den nächsten Monaten zu sehen sein werden. Voilà, es gibt encore des questions. Was ich nicht verstehe, warum die Unterscheidung open nicht offensiver geklärt wird. Ja, das ist ein guter Input. Das ist etwas, das wir sicher aufnehmen können. Danke, Herr Seidel. Dann die Frage von Herrn Straumann haben wir schon gesehen. Denn das wären doch gute. Voilà, okay. Ich glaube, wir haben alles beantwortet. Von Herrn Seidel. Yes, go for it. Also die Frage wegen den Unterscheidung Open und Free habe ich tatsächlich versprochen, ganz am Anfang zu beantworten. Also für mich ist es klar, dass wir heute nicht sprechen von Free as in Beer, obwohl ich muss sagen, gratis Bier schmeckt besonders gut. Mein Nachbar hat mir das geschenkt, ist ein sehr netter Kerl und Prost. wir sprechen aber nicht von Gratis-Daten und auch nicht von Free-Daten, weil wir sprechen von Open by Default. Also das hast du ganz gut erklärt von Pablo. Dass es geht hier um staatliche Maßnahmen, um demokratisch geförderte Veränderungen, um Prozesse, die man als Bürger oder als Politiker oder Journalist oder was auch immer gut überschauen kann. Eine gute Definition vom Free ist Free as in Speech, oder? Und Free as in Speech ist immer unterliegend. Unter unserer Open-Hülle sind wir natürlich sehr dankbare und glückliche Empfänger von gratis
Sachen, gratis Angebote, gratis Zugänge und so weiter. Aber Open ist das heutige Thema und nicht free. Danke, Herr Seidel, für eure wertvolle Frage. Danke, Oleg. Hey, grazie a tutti ancora per essere rimasti fino a quest'ora. E ancora da parte mia salute e a presto.